Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich mache mich gerade ready und wir gehen jetzt zusammen einkaufen und heute geht es in meinem Video darum, was ihr am besten nicht tun solltet oder damit aufhören solltet, wenn ihr gerade in den 20ern seid, das heißt von 20 bis 30 Jahre alt. Das heißt, wenn du in dieser Spanne gerade bist, dann ist dieses Video interessant für dich. Ja, wenn du dich gerade fragst, wo ich hier bin, das ist praktisch in meiner Wohnung, meine Abstellkammer. Schaut mal. Hier stehen noch ein Mac, die ganzen Teile vom Hackintosh. Ja, und ich suche gerade hier, ich habe hier so ein Werkzeugding. Dort suche ich etwas, um ein Fahrradschloss zu knacken, weil ich habe Bock, Fahrrad zu fahren. Werdet ihr bestimmt dann mal, werde ich euch mal mitnehmen. Problem an der Sache ist, mein altes Fahrrad, was bei meinen Eltern steht, das ist einfach abgeschlossen. Also mein Dad hat es irgendwie abgeschlossen und der Schlüssel ist weg. Das heißt, wir müssen dieses Fahrradschloss knacken. Jetzt gucke ich gerade mal hier in meiner Werkzeugbox, ob ich da was finde, womit wir das knacken könnten. Eine Säge, ein Hammer, Torx-Geschichten. Na, nicht so gut, ne? Maximal vielleicht mit so einer Säge, aber die Säge hat kein Sägeblatt. Ja, damit wird das dann wohl nix. Ich schaue mir das später mal an. Jo Leute, was für ein Mistwetter. Richtig eklig, soll den ganzen Tag regnen. Gar keine so gute Idee, die Kamera mitzunehmen, aber ich möchte über ein Thema mit euch sprechen und deswegen gibt es jetzt direkt den ersten Tipp für euch. Punkt Nummer 1, was du unbedingt aufhören solltest, wenn du gerade in den 20ern bist, und zwar dein Alter als Entschuldigung nehmen. Du kennst das vielleicht, dass du sagst, ja, aber ich bin ja erst so und so alt und ich muss erst da und da sein an dem Punkt. Das ist alles Quatsch. Du bist jetzt in einem Alter, wo du aufhören musst, Entschuldigungen zu suchen und vor allem dein Alter nicht mehr als Entschuldigung zu nehmen. Wir fahren jetzt mal los, ab zu Lidl einkaufen. Maske ist am Start. Let's go. Großartig. Haben wir so ein Ding hier vor uns. Ja, mir ist gerade eingefallen, dass es eigentlich ziemlich dumm ist, nach dem Fahrrad zu gucken, weil es übelst regnet und ich könnte es eh nicht benutzen. Aber naja, wir fahren jetzt trotzdem erstmal kurz das Ganze abchecken. Kurz mal bei meinen Eltern vorbei, um zu checken, was das überhaupt für ein Schloss ist und wie wir das am besten knacken können, weil ich habe noch nie ein Fahrradschloss geknackt. Yo, und richtiges Stichwort eigentlich schon, da ich gerade bei meinen Eltern bin. Punkt Nummer 2, hör auf, die Schuld deinen Eltern zu geben. Niemand trägt die Schuld für deine Situation gerade, sondern nur du selbst. Ich habe Beispiele, zum Beispiel in meinem Freundeskreis, die, ja, wo die Eltern nie wirklich da waren. Und auch zum Beispiel meine Freundin, sie wurde von ihren Eltern jetzt nicht so großartig supportet, sondern es war eher andersrum. Und du hast die Verantwortung. Gerade jetzt, du bist erwachsen, es ist Zeit, Verantwortung zu übernehmen. Und es ist keine Zeit mehr dafür da, Entschuldigungen zu suchen. Das heißt, wenn du die Schuld, dass du nichts erreicht hast, deinen Eltern immer zuschiebst, weil die irgendwie, ja, weil du eine schlechte Kindheit hattest oder was weiß ich. Diese Zeiten sind vorbei. Niemand möchte diese Ausreden hören und diese Ausreden zählen einfach nicht mehr, okay? Das heißt, fang an, Verantwortung für dich selbst zu übernehmen und gib nicht die Schuld deinen Eltern. Das war aber hart zu knacken. Ja, Reifen sind platt. Das ist ja klar. Sonst ist es so nichts.
Aber das ist schon hart zu knacken. Du willst es knacken. Na, Flex. Wow, Leute, richtiges Sauwetter. Ja, ihr habt gesehen, das Fahrrad ist mit so einem krassen Bügelschloss gesichert. Ich bin nicht sicher, wie man das aufkriegt. Und ich bin nicht sicher, es kommt mir so ultra klein vor. Ich weiß nicht, als Kind kam mir das Fahrrad auf jeden Fall nicht so klein vor. Aber jetzt irgendwie schon. Naja, jetzt geht's zu Lidl. Kurz ein bisschen was einkaufen und dann sehen wir uns gleich. So, jetzt Essen gejagt bei Lidl und da sind wir auch schon direkt bei Punkt Nummer 3, hör auf Scheiße zu essen. Und damit ist deine gesamte Ernährung gemeint, auch zum Beispiel am Wochenende ständig Alkohol trinken, schlechte Gewohnheiten wie Rauchen, ach das alles, was in deine Gesundheit geht, alles was du isst, geht in deinen Körper und daraus bilden sich deine neuen Zellen. Und wenn du leistungsfähig sein willst, dann musst du dich vernünftig ernähren. Dann kannst du nicht die ganze Zeit Scheiße essen, Fastfood essen. Immer wenn du irgendwie draußen bist mit deinen Leuten, irgendwie bei Mc's und Burger King vorbeifahren. Du kannst dir das mal gönnen, aber das sollte auf keinen Fall die Regel sein. Wenn das einmal im Monat ist, finde ich das schon zu viel. Und du wirst merken, wenn du dich anfängst, besser zu ernähren, dass du auch viel, viel leistungsfähiger bist und einfach mehr Energie hast über den ganzen Tag. Und wir sprechen direkt über Punkt Nummer 4, weil das mit im Anschluss ist zum Thema Alkohol. Hör auf, dich zu betrinken. Es ist ja mal ganz witzig, wenn man so mit Freunden unterwegs ist und was trinkt oder irgendwo einen Abend mal ein, zwei Drinks nimmt, aber für mich gibt es zum Beispiel die Regel, wenn ich überhaupt trinke, dann trinke ich nur so viel, dass ich immer Auto fahren kann, weil ich immer mobil und flexibel sein will. Ich weiß nie, was passiert und vielleicht muss ich plötzlich irgendwo hin und deswegen lohnt es sich überhaupt nicht zu betrinken. Davon abgesehen, dass es sich eh niemals richtig lohnt, weil es einfach deinem Körper so krass schadet. Wenn du mehr zu dem Thema wissen willst, schau dir das Video an. 5 Vorteile für ein Leben ohne Alkohol, wenn du da Motivation suchst und noch nicht überzeugt bist, dass es scheiße ist, Alkohol zu trinken, check das auf jeden Fall ab. Ich drive jetzt nach Hause, wir stehen mal wieder im Stau. Immer mittags hier, Katastrophe diese Strecke. Ich weiß auch nicht, warum ich nicht immer einen anderen Weg fahre. Ich weiß es eigentlich besser, aber steck dann trotzdem hier immer wieder im Verkehr. Ja, wir fahren kurz nach Hause, dann mache ich mir fix was zu essen und dann kommen die nächsten Punkte für euch. Ja, hier liegt noch Müll rum. Sortiere im Moment jeden Tag ein bisschen aus. Ich lasse jetzt die Schuhe direkt an und dann bringen wir kurz den Pappmüll darunter. In der Abstellkammer, die ihr am Anfang vom Video gesehen habt, habe ich nämlich ziemlich gesammelt. Alles, was ich damals, als ich hier eingezogen bin, nicht sofort runtergebracht habe, weil hier nur 2 kleine Papiertonnen sind, habe ich dann immer gesammelt. Bringe das jetzt peu à peu runter. Machen wir das jetzt direkt, ne, würde ich sagen. Und damit sind wir auch schon beim nächsten Punkt. Hör auf, sinnlos Geld rauszuschmeißen. Du hast vielleicht schon gemerkt, desto älter du wirst, desto mehr Kosten kommen auf dich zu und desto mehr musst du auch mit deinem Geld haushalten. Und genau das wird nicht mehr besser in der Zukunft, sondern eher noch schlimmer. Das heißt, es ist jetzt Zeit, sich Rücklagen zu bilden. Wenn du in den 20ern bist und nicht ein paar tausend Euro als Rücklagen hast, dann hast du auf jeden Fall was verkehrt gemacht. Auch wenn das hart klingt, aber es kann immer was passieren.
Zum Beispiel, es könnte sein, dass wenn du Auto fährst, dass dein Auto kaputt geht und du da eine Reparatur dran machen musst. Oder dass du irgendwelche Kosten auftauchen, die du nicht vorhergesehen hast. Und diese Kosten solltest du immer auffangen können, falls irgendwas passiert. Das heißt, wenn du in den 20ern bist, fang jetzt an, die Rücklagen zu bilden, wenn du es noch nicht sowieso schon gemacht hast. Checkt mal den Adventskalender hier ab. Adventskranz ab. Ja, das passiert dann, wenn eine Frau irgendwie im Haushalt ist, hat man plötzlich als Mann einen Adventskranz in der Wohnung stehen. Naja, ich mache mir jetzt kurz was zu essen und dann gibt's die nächsten Punkte. Ja, und wie du gesehen hast, räume ich immer zwischendurch ein bisschen auf, wie gerade eben noch die paar Sachen runterbringen. Und das ist auch der nächste Punkt. Fang an, ordentlich zu sein. Tja, du hast keine Mutter mehr, die für dich zu Hause aufräumt, oder selbst wenn du zu Hause wohnst, dann sollte vielleicht deine Mom nicht mehr gerade für dich aufräumen. Das heißt, fang an, ein Umfeld zu schaffen, in dem du Ordnung hast. Wenn du keine Ordnung in deinem Haushalt, in deinem Zimmer hast, wie willst du Ordnung und Klarheit im Kopf haben? Und besonders jetzt in den 20ern ist es einfach extrem wichtig, Klarheit im Geist zu haben und im Kopf. Das heißt, du musst den Müll rausbringen, bei dir zu Hause und bei dir im Kopf. Okay, Leute, mein Essen ist fertig. Übrigens, hier ist Sriracha Hot Sauce. Habe ich extremen Verbrauch von. Feier einfach diese Soße so, so hart. Ja, nächster Punkt auf der Liste. Was haben wir denn hier? Ein Punkt, worüber ich auch einen Podcast schon gemacht habe. Ändere dein Umfeld, und zwar in eins, was dich weiterbringt. Es ist ja schön und gut, Freunde aus der alten Schulzeit zu haben und was weiß ich, was für Freunde zu haben noch. Aber wenn dich deine Freunde abhalten, den Dampf aus meinem Gesicht, von deinen Zielen und dich einfach nur aufhalten und vielleicht Aktivitäten haben am Wochenende und Co. mit Feiern gehen, dies und das, dann solltest du überlegen, ob du dich da nicht ein bisschen rausziehst aus dem Freundeskreis. Weil das, was ihr jetzt heute tut, entscheidet über eure Zukunft. Und eure Zukunft fängt jetzt sofort an. Das heißt, wenn du Leute hast in deinem Umfeld, die dir einfach nicht gut tun und die nicht deinem Ziel dienen, dann solltest du sie ändern. Hör auch gerne in meinen Podcast da mal rein. Das ist vielleicht etwas, was für dich noch interessant ist, wenn du tiefer in dieses Thema einsteigen willst. Ja, für mich gibt es hier so Reis, Chicken und so heute. Ich werde jetzt mal entspannt essen und dann melde ich mich gleich mit den weiteren Punkten. So, schnell einen Kaffee rein, dann geht es nämlich gleich weiter an die Arbeit und ich hustle jetzt mit euch schnell die letzten Punkte durch. Und zwar Punkt Nummer 8, hör auf, wie ein Kind zu reden. Das heißt, du musst anfangen, dich vernünftig zu artikulieren. Wenn du ernst genommen werden willst von deinem Chef, von deinen Kollegen und so weiter, dann musst du anfangen, dementsprechend gut dich auszudrücken. Das heißt, achte da ein bisschen auf deine Artikulierung. Es gibt da auch Bücher zu, kannst dich informieren. Es gibt dazu auch jede Menge YouTube-Videos. Du kannst auf YouTube alles lernen. Das heißt, wenn du dich dort für interessierst, schau einfach mal auf YouTube, Thema Kommunikation, wichtiger Punkt. Punkt Nummer 9, vorletzter Punkt, hör auf, Zeit zu verschwenden. Wir haben nicht so viel Zeit, wie du vielleicht gerade denkst. Und jedes unnötige Zeitverplempern kostet dich in deiner Zukunft deinen Erfolg. Das heißt, viele Leute, du siehst vielleicht auch Menschen in deinem Umfeld oder im alten Umfeld von früher, die sind irgendwie schon viel weiter als du. Und woran liegt das? Das liegt nicht nur daran, dass die Glück hatten oder so, sondern dass sie einfach keine Zeit verplempert hatten. Und check mal genau, wie viel Zeit du wirklich am Tag einfach für unnötigen Scheiß verplemperst. Und du wirst vielleicht merken oder herausfinden, dass du mehr Zeit vertrödelst, als du eigentlich weißt. Außerdem ist auch einfach Planung ein wichtiger, wichtiger Punkt. Zeitmanagement. 7 Wege zur Effektivität ist auch ein gutes Buch dazu. Check das unbedingt ab. Und der letzte Punkt. Der letzte Punkt ist eigentlich relativ, ja, logisch, denke ich mal. Und zwar, hör auf zu denken, dass Erfolg von alleine kommt. Ihr denkt vielleicht noch ein bisschen früher so als Kind und wo die Eltern so viel für euch getan haben, da musstet ihr eigentlich nicht viel tun. Oder als ihr noch in der Schule wart, da musstet ihr auch noch nicht so viel machen, weil ihr wart in diesem System drin, in diesem Ablauf, den irgendwie jeder macht. Und ihr geht dann zur Schule, ihr geht zum Studium, ihr geht in die Ausbildung und so weiter. Aber wenn das dann vorbei ist, was tust du dann? Dann bist du nicht mehr in diesem Standardsystem drin und
passiert alles so von alleine. Also da ist nicht mehr, dein Weg ist nicht mehr vorherbestimmt sozusagen. Wenn du in die Schule gehst, dann weißt du, du machst jetzt so und so lange Schule, du machst dann so und so lange Ausbildung, so und so lange Studium. Aber wenn diese Zeit vorbei ist, was tust du dann? Dann sagt dir das niemand mehr. Und auch deine Eltern werden aufhören, dir das zu sagen, was du zu tun hast. Und da beginnt der Punkt, wo du selbst entscheiden musst, was du nun tust. Und der Erfolg kommt dann nicht mehr von alleine. Auch die Ziele kommen nicht von alleine, sondern das kommt nur, wenn du dir die Ziele steckst und wenn du etwas für den Erfolg tust. Damit sind wir auch schon am Ende von diesem Video. Ich hoffe, es hat dir geholfen. Du konntest den einen oder anderen Tipp vielleicht für dich mitnehmen. Lass mir gerne ein Abo da, würde mich sehr, sehr freuen. Wir haben bald die 1000 Leute. Vielleicht haben wir die 1000 auch schon, wenn dieses Video rauskommt. Es fehlt auf jeden Fall nicht mehr viel, aber nach den 1000 geht es natürlich weiter nach oben. Ne? Ganz, ganz wichtig. Ich freue mich, wenn du bis zum Schluss dran geblieben bist, dann bist du ein treuer Supporter. Ich freue mich sehr darüber, dass du da bist. Vielen lieben Dank und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.